Tolkien wurde mies über den Tisch gezogen. Eintracht Spandau ist tatsächlich deutscher Meister. Und wie sieht es jetzt eigentlich mit den EMEA Masters aus? All das findet ihr heute bei dieser Folge der Prime Show raus, die frisch präsentiert wurde von Bitburger 0,0. Moin Leute, ich bin's, euer Kernus, und ich habe endlich mal wieder die große Freude, die Prime Show für euch aufzunehmen. Wir haben echt viele krasse News für euch und darum würde ich sagen, fackeln wir gar nicht lange, sondern springen sofort in die erste rein. Der vielleicht krasseste Prime League Split ever ist vorbei. Und das heißt natürlich auch, dass wir wieder einen MVP für euch haben. Wir haben uns ein bisschen zusammengesetzt mit Coaches, Spielern und uns auch selber natürlich und haben uns angeguckt, wer war denn wirklich der MVP aus dem Spring Split. Das heißt aber auch aus den ersten 18 Spieltagen ohne die Playoffs. Und dort führte ehrlich gesagt kein Weg an Trayson vorbei. Toplaner von Austin Force Wille haben mit einer Wahnsinns-Performance 15 Solo-Kills, hat die ganze Zeit als Main Carry im Split fungiert für diese neue Organisation in der ersten Liga der Techniker Prime League. Wahnsinn, was der Junge auch für eine Entwicklung durchgemacht und hat im Vergleich zu letzten Jahr bei Gamer Legion. Also wirklich, er ist unser MVP aus diesem Split. Aber wir haben natürlich auch noch ein All-Pro-Team für euch vorbereitet. Dort Überraschung, Top-Lane, Trayson natürlich. Aber es geht noch mit vier anderen Spielern weiter. Wir haben Lurox von den Unicorns auf der Jungle-Position. Dann auf der Midlane Saren von NNO und natürlich als AD-Carry auch einen kompletten Träger, Neon von SK Gaming Prime. Und auf der Support-Position Lucky, ebenfalls von NNO. Naja, und wenn man sich gefragt hat, wer könnte dieses Mega-Team aus der Saison coachen, dann ist es tatsächlich Kanani, Coach von NNO. Und ja, ihr habt richtig gezählt. Wir haben drei Namen von NNO. Aber SK wundert das vielleicht nicht zu sehr, denn tatsächlich hat NNO eine Rückrunde von 8-1 gespielt, nur gegen Evi verloren, gegen alle Top-Teams gewonnen in der Rückrunde, sich fürs Upper Bracket Final qualifiziert, Erster geworden. Und ja, insofern vielleicht nicht zu verwunderlich, dass nach diesen ersten 18 Spieltagen drei Namen von NNO mit in dieser All-Pro-Liste stehen. Ja, und jetzt gibt's noch mal ein kurzes Recap für alle Leute, die vielleicht irgendwie unterm Stein gelebt haben. Denn in den letzten Wochen hatten wir zwei Banger-Finals bei uns in der Prime League. Gestartet haben wir mit Team Orange Gaming gegen die Spinebusters. Talk musste sich erstmal durchs Lower Bracket durchfighten, haben dort unter anderem die Kauf von der Hemi Knights geschlagen. Naja, und dann wurden die Füchse nur ziemlich hart überfahren, ehrlich gesagt, im Finale von den Spinebusters. 3-0 für die Spinebusters. Pentakill für VCC. Also, ihr merkt, es war nicht ganz jugendfrei, aber es war eine atemberaubende Leistung von den Spinebusters, die sich wirklich gut aufgestellt haben, um mit dem Aufstieg mitzuspielen in diesem Jahr. Die jetzt den ersten Titel gewonnen haben, aber man muss natürlich beobachten, wie es in diesem Jahr für dieses Team erstmal weitergeht. So, jetzt aber zum großen Finale aus der ersten Liga. Dort spielt nämlich Eintracht Spandau gegen SK Gaming Prime. Eintracht Spandau, die sich durch das Lower Bracket durchboxen mussten, unter anderem gegen NNO im Lower Bracket Final. NNO, die tatsächlich dort verloren haben und damit nur Dritter geworden sind, was natürlich enttäuschend ist nach dem Upper Bracket Final, Lower Bracket Final. Aber trotzdem, das muss man ganz ehrlicherweise sagen, immer noch den besten Split ihrer Organisation gespielt haben. Dann hieß es aber das große Finale. SK als Superteam, als amtierender Titelverteidiger, wieder mit ungleich viel Erfahrung dabei und jeder ist davon ausgegangen, dass sie ihren Titel verteidigen können. Eintracht Spandau ging auch schnell mit 0-1 tatsächlich in Rückstand und alle dachten wieder, oh, wird das vielleicht ein schnelles Finale, aber nicht mit Eintracht Spandau. 1-1, 2-1, 3-1 und ihr erster Titel war auf einmal da. Power of Evil, der in seiner ganzen langen Karriere zum ersten Mal eine Trophäe in den Händen halten durfte, hat es tatsächlich geschafft, seinen Fluch zu bezwingen und ich mache mir ein bisschen Sorgen um den Prime League Titel, ob er eingeschmolzen wird oder nicht, aber das finden wir dann heraus. So oder so, mega Leistung von Eintracht Spandau, die auch ihren ersten Titel als Organisation gewonnen haben. Unter anderem mit einem brillanten Lilip, der auf solchen Champions wie Rakan, Alistair und natürlich auf seinem berühmten Pike brillieren durfte. Der Motor war für Eintracht Spandau. Also viele, viele fancy Plays. Wenn ihr euch das Ganze nochmal als Highlights anschauen wollt, schaut gerne bei uns auf YouTube vorbei. Ich hau euch mal den Link mit rein. Dort sind die Highlights für euch nochmal ersichtlich. Als nächstes wollen wir einmal auf die EMEA Masters schauen. Dort haben wir natürlich zwei Vertreter, die sich direkt für die Gruppenphase qualifiziert haben mit SK Gaming Prime und Eintracht Spandau. Die Pläne sind tatsächlich auch schon vorbei, das heißt, wir wissen jetzt auch schon, wie die Gruppen aussehen von unseren beiden Dachregionen-Vertretern. In der Gruppe D haben wir Eintracht Spandau. Die spielen einmal gegen Orbit Anonymous, das ist der zweite Seed der Ultra League aus Polen. Da spielt unter anderem auch Afroboy, also auch da an der Stelle vielleicht Grüße, aber du hast keine Chance gegen uns. Dann haben wir noch Lionsquid, NLC Champion. Dort spielt
Beispiel Jinju, auch ein ewiges Gesicht, aber auch er wird natürlich kassieren von uns. Und als letztes ist dann noch die Gentleman Mates da. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Third Seed aus der LFL aus Frankreich, muss man Respekt vorhaben, aber auch die kann Eintracht Spandau definitiv schlagen. Also Glück auf, viel Erfolg. Und für SK Gaming Prime geht es natürlich in der Gruppe B ebenfalls um alles. Dort spielt man gegen Carmen Corp Blue. Das wird ehrlich gesagt schon sehr schwierig. LFL-Champion, Titelverteidiger, also das ist so, hui, ganz oben. Aber SK Gaming Prime ist unser Superteam, also vielleicht geht da tatsächlich was. Dann haben wir Desire, italienischer Meister. Mal gucken, wie es da aussieht. Immer schwierig einzuschätzen, wie stark die Top-Teams aus Italien sind. Und natürlich die Boost Gates eSport, der dritte Seed der Türkei, der TCL. Auch da muss man aufpassen. Wir haben schon gesehen, wie gut die Istanbul Wildcats beispielsweise waren, wie viel Erfahrung die Orgas auch schon bei Worlds teilweise mit reinbringen. Also auch da muss man gespannt sein, aber auch das ist machbar. Also SK in einer etwas schwierigeren Gruppe, aber auch damit wirklich echt Chancen, sich durchzusetzen. Die sind schlagkräftig. Ich glaube an SK und ihr hoffentlich auch. Ansonsten ist natürlich gerade Off-Season-Zeit und das heißt, der Transfermarkt, der hat geöffnet und es passiert natürlich wieder einiges. So wie wir beim letzten Mal noch überlegt haben, ob Outlandish Unterstützung bekommt auf der Coaching-Position, ist jetzt fest, dass er raus ist. Man trennt sich von Outlandish und tatsächlich auch noch dazu von ihrem Supporter nach anderthalb Jahren, Leon. Also auch er ist nicht mehr Teil des Teams. Es wird also viele neue Gesichter bei Big geben. Mal gucken, wer die sein würden. Da müssen wir uns auch ein bisschen überraschen lassen. So oder so, auch bei Eintracht Frankfurt gibt es nämlich eine kleine Änderung. Difference wird den Adler nicht mehr tragen. Auch da wird man sich neu aufstellen. Also es gibt die ein oder andere Veränderung bei uns in der Liga. Aber wie gesagt, noch keine krassen News, wer die neuen Gesichter werden soll. Aber ihr werdet es natürlich hier bei uns erfahren. Was ging sonst noch so im League of Legends Kosmos? Tatsächlich eine ganze Menge. Wir hatten unter anderem das LEC Final und das war zwischen G2 und Fnatic. El Clasico, wenn man so sagen will. Im Endeffekt blieb es auch beim Ergebnis beim Klassischen, denn G2 hat sich durchgesetzt. Ist mal wieder LEC Champion gewesen, aber es war alles mit dabei. Baron Steel, Backdoor, Pentakill, also auf jeden Fall, was man sich auch nochmal anschauen könnte. Auf der anderen Seite der Weltkugel, auch in Südkorea, das große Finale. Dort Gen.G gegen T1, quasi auch der Klassiker der letzten Jahre fast schon. Und auch hier konnte sich Gen.G mal wieder in Game 5 durchsetzen. Es sah sehr lange so aus, als wäre es vielleicht für T1 ein bisschen besser, aber in Game 5 hat sich das Ganze geändert und Gen.G hat sich mal wieder durchgesetzt in der LCK. Mal gucken, ob das dann bei der MSI auch so bleibt, denn da schneidet T1 ja vielleicht ein bisschen besser ab. Apropos MSI, 1. Mai startet das große Event. Ja, und ich würde euch normalerweise auch noch abholen, was mit der LPL ist, aber da ist das Finale bisher noch nicht gespielt worden. Dort ist die große Frage aktuell, ob sich Top eSport oder eben DLG durchsetzt, aber das müssen wir noch ein Stückchen abwarten. Unser Win der Woche geht tatsächlich an Eintracht Spandau. Die haben einfach nicht nur den Titel gewonnen, sondern auch diese ganze Fan-Nähe. Ist einfach so atemberaubend, wie man zusammen in Bock feiert, Selfies macht, Unterschriften macht, sich zusammen auch einfach mit den Fans hinsetzen kann, interagieren kann, wie die Fans einfach zusammen die Hymne singen, das Team begleitet haben zum großen Triumph, ist einfach eine wahnsinnig schöne Geschichte. Gleichzeitig muss man allerdings in dem Atemzug vielleicht auch nochmal sagen, war es nicht der einzige Titel. Maxim hat ebenfalls für Spandau nochmal einen TFT Cup gewonnen, ja. Also auch da vielleicht nochmal Glückwunsch. Gianni und Tuni beim zweiten und dritten Platz auch an der Stelle nochmal Grüße. Es war also eine sehr schöne Woche, könnte man sagen. Unter anderem eben für Spandau. Der Skandal der Woche, der geht tatsächlich an die Community von Tolkien. Der wurde nämlich ganz schnell überrumpelt und war entsetzt. Der hat nämlich mit Kanalpunkten die Möglichkeit, mit irgendwie, keine Ahnung, lass es ein paar Millionen sein, ich bin bei der Summe tatsächlich unsicher, einzulösen, dass er einen Gandalf-Stream machen muss. Und es haben sich ein paar Viewer und Mods im Offline-Stream zusammengesetzt und es ermöglicht, diese Kanalpunkte zu pushen, damit Tolkien jetzt einen Gandalf-Cosplay-Stream auf seinem Kanal machen muss. Also, Tolkien war entsetzt, wir sind natürlich auch alle entsetzt. Das, meine Freunde, ist ein echter Skandal. Die Mechanik der Woche, die geht tatsächlich an den Champion Way. Der hat nämlich tatsächlich irgendwie eine One-Shot-Combo, die unsichtbar ist und tatsächlich ist man dabei auch noch unverwundbar. Also, so schwer ist die auch gar nicht. Way ist ja sowieso der einfach Champion der Welt, wissen wir alle, ne? Gerade für Leute wie mich, die keine Hände haben. Easy going und man muss nur 9 Tasten in der perfekten Reihenfolge drücken und dann one-shotst du den Gegner, du bist unzerstörbar. Und eigentlich sieht das Ganze dann einfach so aus. Also relativ simpel, würde ich sagen. Bietet sich perfekt an für die Low Elo, um das Ganze vielleicht mal nachzumachen.
So, Freunde, das war's jetzt auch schon wieder mit der Folge der Prom-Show. Ich hatte eine Menge Spaß dabei, das Ganze mal wieder für euch zu machen. Lasst wie immer gerne Kommentare da mit Feedback. Was für Informationen hättet ihr euch vielleicht sonst noch gewünscht? Ansonsten heißt es für uns alle Daumen drücken für Eintracht Spandau und SK Gaming Prime. Denn diesen Freitag geht's schon los mit der Gruppenphase der EMEA Masters. Also auf jeden Fall Daumen drücken, einschalten, euer Team anfeuern. Ich schalte mich aus. Bis bald, euer Kernus. Tschüss.